So, wir sind jetzt hier auf dem Volksfestgelände in Waldkraiburg. Wie man im Hintergrund sehen kann, laufen auch die Vorbereitungen scheinbar schon ganz hervorragend auf vollen Touren. Ja, und in wenigen Tagen geht es dann los. Ja, am Freitag ist Auszug. Da holen mich die Schausteller, da holen mich die Wirte am Rathaus ab, mich und den Stadtrat. Und dann marschieren wir hier ins Volksfest ein und freuen uns dann auf 11 Tage Volksfest hier in Waldkraiburg. Wir dürfen uns ja auch in diesem Jahr wieder auf ein paar neue Attraktionen freuen. Das wurde ja auch schon vorgestellt. Ja, natürlich ist von der Planung über die Vorstellung bis hin, dass die Schausteller dann auch auf dem Platz auffahren. Das ist ja immer so eine Angst, die ich immer habe, dass das ein oder andere noch passiert in der Zeit. Wir haben aber gute Nachricht, das heißt, alle Schausteller kommen, die geplant haben, alle, die entsprechende Verträge haben, werden auch hier sein. Und das ist natürlich für mich am Schluss dann ja die Erleichterung, kurz vor Festbeginn. Ja, beim Festprogramm gibt es ja heuer einige tolle Neuerungen. Auf was dürfen wir uns denn so freuen? Ja, zunächst einmal am Freitag, wenn es losgeht, ist der Auszug ja schon, wo wieder neue Gäste mit dabei sind. Ich möchte gar nicht zu viel verraten, nur es wird auch ein bisschen motorisierter wie in der Vergangenheit. Wir haben Gäste aus ganz weit her, aus Sao Paulo, wird am Freitagabend gleich eine Gruppe auftreten hier im Festzelt. Wir haben wieder verschiedenste Veranstaltungen. Gleich am ersten Wochenende geht es sportlich mit dem Golfcup. Wir haben am Sonntag dann das Thema ökumenischer Gottesdienst, wo wir im Festzelt dann evangelisch-katholisch zusammen feiern. Es ist sehr sportlich die ganze Zeit über, aber da kann der Herr Meindl gerne noch ergänzen. Ja, am Abend ist Rock'n'Roll und Boogie-Woogie im Festzelt angesagt zum 17. Mal, also seit 17 Jahren gibt es diese Veranstaltung mit einer Tanzfläche in einem Festzelt. Dann geht es weiter, Tag der Senioren, Tag der Jugend, Tag der Kinder am Dienstag, Kinderfest sogar am Donnerstag. Also es ist jede Menge geboten und es lohnt sich, aufs Waldkraiburger Volksfest zu kommen. Was wir nicht vergessen dürfen, ist vielleicht der Tag der Behinderung gleich am ersten Wochenende, am Samstagnachmittag, wo die natürlich entsprechend eingeladen sind, hier aufs Volksfest zu kommen. Das Schöne ist bei diesen ganzen Attraktionen, dass die Schausteller, Wirte und auch die Stadt Waldkraiburg da sehr großzügig sind und da zu jedem Thema entsprechend Unterstützung bietet und auch sehr großzügig mit Freifahrten, mit Freigetränken und so weiter die Gäste hier nach Waldkraiburg einladen. So, jetzt sind wir in der großen Alpenland-Festhalle. Auch hier laufen die Vorbereitungen schon im vollen Gange. Ja, so ist es. Man kann sich immer wieder nicht vorstellen, also zumindest ich nicht, wie dann innerhalb von den nächsten 2 Tagen alles festlich geschmückt und alles hergerichtet ist. Also es ist noch ein Riesenaufwand, der da betrieben wird von unserem Festwirt. Das ist überraschend. Also am Schluss dann schaut es toll aus und jetzt kann man sich es noch gar nicht so vorstellen. Ja, und gleich hinter uns auf der Bühne, nur noch wenige Tage, dann ist das Anzapfen. Herr Pötsch, sind Sie schon bereit? Ich bin bereit. Natürlich ist auch eine gewisse Nervosität da, weil man hofft ja, dass man mit möglichst wenig Schlägen anzapft. Ich hoffe, dass dann auch wieder viele Gäste da sind, auch viele Prominente, die mit dann mir oben am Fass stehen und mir die Daumen drücken, dass man da auch schnell anzapfen können, dass jeder hier nicht durstig nach Hause geht oder durstig im Festzelt sitzt.